In Modul 2 wollen wir uns zunächst mit dem Rhythmus des Gypsy Jazz beschäftigen. Der Rhythmus des Gypsy Jazz, auch im Französischen La Pompe genannt, La Pompe von Pumpen, hat eine große Affinität zu dem aus dem Jazz bekannten Comping, das heißt Akkordbegleitung. Allerdings wird der Pomp wesentlich anders gespielt, mit anderer Rhythmik und anderen Feinheiten versehen gespielt als das normale Jazz-Comping. Insofern kann man diese beiden nicht miteinander vergleichen. Jemand, der bereits Jazz-Comping gelernt hat und der das bereits beherrscht, wird sicherlich relativ einfachen Zugang zum Manouche-Pomp bekommen. Allerdings, wie gesagt, es gibt dort große Differenzen, es gibt große Unterschiede in den verschiedenen Anschlagstechniken. Als erste Vorübung wollen wir nun den Akkord A-Moll 6 in Vierteltaktschlägen rhythmisch schlagen. Wir greifen dazu am fünften Bund den A-Moll 6. In Django Reinhardt Form, drei Finger, und schlagen dann im Takt diesen Rhythmus. 1, 2, 3, 4. Ein lockeres Handgelenk, ein lockerer Unterarm sind unbedingt Voraussetzung dafür, um später auch schnell einen guten Rhythmus spielen zu können. Lockerheit im Handgelenk und im rechten Arm sind große Voraussetzungen. Zurück zu unserer ersten Übung. Wir haben den Rhythmus gerade in Viertelnoten gespielt. Dies ist natürlich noch kein wirklicher La Pompe, das sind alles nur Vorübungen zunächst. Als zweite Übung wollen wir nun genau das gleiche tun, was wir eben gemacht haben, nur dass wir keine Viertelnoten spielen, sondern wir spielen in diesem Fall Achtelnoten. Das heißt, wir verdoppeln das Tempo, wir bleiben bei unserem Taktel auf einer mittleren Geschwindigkeit von 120 Schlägen pro Minute und spielen nun den Rhythmus mit unserem A-Moll 6 Akkord im doppelten Tempo, das heißt in Achtelnoten. 1, 2, 3, 4. Auch hier ist wieder darauf zu achten, dass man beim Anschlag die Finger auf die Saiten drückt und danach kurz loslässt. Allerdings so, dass wirklich auch kein Ton entsteht. Sollte also keine Obertöne zu hören sein, sondern nur ein kurzes, trockenes, abgestopptes Akkord. Dies sind zunächst zwei Vorübungen, die dazu dienen sollen, korrekte Viertelnoten bzw. korrekte Achtelnoten in einem geraden Takt, in einem geraden Rhythmusverhältnis zueinander spielen zu lernen. Denn im La Pompe ist es von entscheidender Bedeutung, dass man einen sehr geradlinigen Rhythmus spielen kann. Das heißt, keine großartigen Temposchwankungen hervorgerufen werden während des Spiels. Natürlich ist man ein Mensch und keine Maschine und wird also immer ein klein wenig schwanken in Tempo. Allerdings sollte man mit einem entsprechenden Taktgeber grundsätzlich immer üben.